Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer Kinderspielrezension hier bei Hunter & Friends. Heute stelle ich euch Hotel Geisterschreck vor. Ein Kinderspiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, ist bei Asmodee jetzt deutsch rausgekommen. Die Autoren sind Phil Vicaro, Amine Ramani. Sagt mir jetzt nichts, auch der ursprüngliche Verlag Littea nicht besonders bekannt. Aber eine große Kinderspielneuheit auf der Spiel 2022 gewesen von Asmodee. Und es handelt sich hier um ein Laufspiel mit einem sehr interessanten Mechanismus, denn wir sind alle Gespenster, beziehungsweise wir müssen unsere Gespenster hier durch einen Raum hindurch bewegen und sie müssen sich mindestens eine Runde in diesem Raum aufhalten. Und wenn sie dann durch ein Schlüsselloch gesehen werden können, dann müssen sie leider wieder zurück zum Anfang, dann werden sie quasi erwischt und müssen wieder von vorne starten. Und deswegen versuchen wir sie hinter Möbeln zu verstecken. Wir können die Möbel auch manipulieren, aber unsere Mitspieler leider auch. Außerdem laufen wir sozusagen alle durcheinander. Jeder läuft von seiner Richtung aus los, versucht die gegenüberliegende Seite des Spielplatzes zu erreichen. Und das gibt ein ziemlich chaotisches, aber ja, originelles Laufspiel am Ende. Und ich zeige euch kurz die Regeln und dann gibt es noch ein Fazit von mir. Bei Hotel Geisterschreck müssen wir uns hier über den Spielplan bewegen. Jeder Spieler hat so eine Anzahl von farbigen Geistern, einen großen Geist, 4 kleine Geister und 2 mittelgroße Geister. Und ja, jeder Spieler sitzt eben auf einer Seite und sein Ziel ist es jetzt, möglichst viele Geister von der einen Seite zur anderen Seite zu bringen, also einmal durch den Raum durchzulaufen, wobei eben, wie gesagt, man nicht in einem Zug durchlaufen darf, sondern muss immer eine Runde mindestens im Raum selber verweilen und hat dann eben, ja, setzt sich der Gefahr aus, entdeckt zu werden. Das Spiel wird gesteuert mit Bewegungskarten. Sehr einfaches Prinzip. Wenn man dran ist, ziehen wir alle eine Bewegungskarte und dann gucken wir, was da los ist. Am Anfang platzieren wir hier dieses Schlüsselloch einfach irgendwo beliebig. Das ist egal, weil bevor durchgeguckt wird, wird das immer einmal versetzt werden. Und dann, ja, auf diesen Bewegungskarten, da sind einfach Nummern drauf und manchmal sind auch Möbelstücke drauf. Der Startspieler oder der gerade den Würfel hat, der zuletzt die Türe verrückt hat, der darf anfangen. Und wenn ein Möbelstück drauf ist, es sind immer 2, dann kann man sich ein Möbelstück aussuchen und es einfach irgendwo hinstellen. Also gibt es keine Bewegungsregeln in dem Sinn, sondern man kann einfach ein Möbelstück irgendwie verrucken, wenn das auf der Bewegungskarte drauf ist. Ansonsten sind einfach Zahlen auf der Bewegungskarte drauf und das sind Bewegungspunkte. Wir bewegen uns dann alle gleichzeitig und pro Bewegungspunkt kann ich sozusagen ein Feld laufen. Ich kann die Bewegungspunkte beliebig aufteilen. Also wenn ich zum Beispiel 10 hätte, könnte ich 1, 2 machen, 3, 4, 5, 6. Ganz egal. Ich kann mich auch auf diesen Feldern wirklich frei bewegen. Also ich darf nur halt nicht zwischen 2 Feldern stehen, aber innerhalb dieses Feldes kann ich mich frei bewegen. Das bedeutet, dass ich eben auch, dass sich auch unterschiedliche Leute auf einem Feld befinden können. Man kann sich auch auf die Möbel draufstellen, ja, wenn man denkt, dass es was bringt. Solange sich das alles so in einem Feld bewegt. Man kann sich auch in den Möbeln drin verstecken. Ja, hier zum Beispiel in diesem Wagen kann man theoretisch sogar so reingehen. Ja, das darf man alles machen. Und dann, wenn alle ihre Bewegungspunkte aufgebraucht haben, dann wird einfach reihum gewürfelt. Und der die höchste Zahl hat, der darf entscheiden, auf welcher Seite jetzt die Tür gestellt wird. Sie muss sich aber immer von der Seite, wo sie sich befindet, wegbewegen. Also man hat dann nur 3 Seiten zur Auswahl. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, sie soll hier hingehen, dann muss man nochmal würfeln. Und dann wird sie tatsächlich doch nochmal zufällig hier von 1 bis 6 auf die Felder verteilt. Also man kann nicht sagen, ich will, dass sie hier ist, sonst immer noch ziemlich viel Glück dabei. Ja, und dann darf jeder durchgucken und jeden Geist, den man irgendwie erkennen kann, wenn man hier durch diese Tür guckt, ja, der wird einfach entfernt, muss zurück und wieder von vorne anfangen. Spiel ist zu Ende, wenn einfach alle Bewegungskarten aufgebraucht sind, sodass man bei 2 oder 3 Spielern auch Bewegungskarten entfernt, dass wir trotzdem immer ein gleich langes Spiel haben. Und dann wird einfach geguckt, wie viele Geister haben es auf die andere Seite geschafft. Dann gibt es einfach 5 Punkte für den dicken Geist, 3 Punkte für die mittelgroßen und 1 Punkt für die kleinen Geister. Und dann gibt es noch etwas weniger Punkte für Geister, die sozusagen am Spielende noch auf dem Spielplan
drauf sind. Und wenn man mag, kann man dann noch mit diesen Mitternachtskarten spielen. Das sind einfach Eventkarten. Da wird immer eine am Anfang der Runde umgedreht und abgehandelt, beziehungsweise gilt dann für diese Runde. Hier zum Beispiel Klopf, Klopf. Da darf man am Ende der Runde nicht wählen, auf welche Seite die Tür gestellt wird, sondern die Tür bleibt auf der Seite stehen, wo sie ist. Und man würfelt nur, ob sie an eine andere Stelle kommt. Also so kleine Manipulationskarten. Und hier, da müssen wir uns alle hinlegen plötzlich, so in Deckung gehen. Ja, da ist man dann einfach auf ein bisschen eine andere Art und Weise gesehen. Hier kriegen wir einfach alle ein zusätzliche Bewegung, können uns also weiter bewegen, so eine positive Geschichte. Oder hier umstellt, da muss dann die Türe zweimal versetzt werden, sozusagen. Ja, da wird es dann besonders gefährlich, in dieser Runde nicht erkannt zu werden. Und so gibt es dann einfach so ein paar kleine Rundeneffekte und das kann man dann dazu nehmen, wenn man möchte. Ja, am Anfang dachte ich tatsächlich, dass es bei Hotel Geisterschreck ein bisschen mehr um Perspektive geht. Es geht natürlich um Perspektive, weil wir natürlich durch dieses Schlüsselloch gucken und je nachdem, wo es steht, ja, verdecken natürlich die Möbel unsere Geister auf eine andere Art und Weise. Aber dadurch, dass es eben doch recht zufällig passiert, wo dieses Schlüsselloch am Ende landet. Es wird ja zwar kein Einspieler die Seite aussuchen, aber es wird ja trotzdem noch gewürfelt. Das heißt, das ist doch relativ zufällig. Können wir nicht so richtig darauf spielen. Also wir können eben nur so ungefähr versuchen, so annähernd quasi ein paar Möglichkeiten ausschließen oder hoffen, dass eben die Tür nicht auf eine ungünstige Position kommt, weil dann, ja, dann können wir einfach nichts machen, dann werden wir einfach erwischt. Das heißt also, es geht hier tatsächlich weniger um ein strategisches Perspektivenspiel, sondern es ist doch ein eher glückslastiges Laufspiel für Kinder. Mit meinen Kindern hat das Spiel trotzdem sehr gut funktioniert. Das Material spricht die Kinder natürlich sofort an, auch mit den Möbeln damit rumzuspielen. Und sie finden das natürlich auch total lustig, durch den durch Schlüsselloch zu gucken und dann die gegnerischen Geister da zu erwischen. Natürlich, ja, ist man auch traurig, wenn man selber erwischt wird. Aber so prinzipiell, so vom kindlichen, von der Ansprache der Kinder, finde ich das wirklich schön gemacht. Ist ein gutes Thema. Die Regeln sind wirklich einfach. Das Spielprinzip ist super leicht. Ich muss einfach nur von meiner Seite auf die andere kommen. Das mit den Laufkarten funktioniert gut. Das Einzige, was ich halt sagen muss, ist, es macht eigentlich zu viert am meisten Spaß, weil dann halt quasi ja jeder so durcheinander läuft und einfach viele Geister auf dem Brett sind und man eben auch viele Geister erwischt. Das macht auf jeden Fall am meisten Spaß. Auf der anderen Seite ist es so, dass dadurch doch ziemlich Chaos am Tisch ist, also weil alle eben durcheinander laufen, man verrutscht dann natürlich gerne mal die Möbel und so. Ist alles nicht so schlimm, man die Anleitung sagt auch einfach wieder zurückschieben, ist auch wunderbar. Aber das ist halt dann so ein bisschen so ein Ding. Auf der einen Seite macht es sofort am meisten Spaß, auf der anderen Seite ist dann schon fast so an der Grenze des Händelbaren, gerade mit etwas wilderen Kindern. Wo ich ein bisschen enttäuscht war von diesen Special Event Karten. Die bringen doch nicht so viel so viele Varianz rein, oder sag ich mal, die Varianz ist oft nicht so richtig, macht dann doch nicht so einen großen Unterschied, zum Beispiel ob wir jetzt zum Beispiel unsere Geister hinlegen oder ob die stehen. Im Endeffekt ist das vor allem viel Rumgefummel, die alle hinzulegen und dann wieder aufzustellen. Es macht im Endeffekt keinen so großen Unterschied. Es sind ein paar nette Effekte dabei, aber sie heben das Spiel, also diese Eventkarten, die heben das Spiel leider nicht so auf so ein komplett neues Level, das ist eigentlich so mein Hauptpunkt, sondern der Hauptmechanismus, der bleibt schon recht stark und der muss einem Spaß machen. Also wenn man da keinen Spaß hat, dann wird eben werden die Eventkarten einen da auch nicht retten. Das ist so ein bisschen vielleicht das Fazit. Ansonsten, wie gesagt, es ist ein Spiel, was die Kinder abholt, was ihnen Spaß bringt. Als Erwachsener kann man es gut mitspielen, aber es ermüdet natürlich dann sehr schnell. Das ist natürlich bei vielen Laufspielen der Fall. Trotzdem, es ist ein originelles Laufspiel. Es ist kindgerecht. Die Kinder können es auch alleine spielen, sobald sie die Regeln können. Das ist natürlich auch ein Pluspunkt. Und so insgesamt natürlich vom Thema super schön gemacht. Also insgesamt muss man wirklich sagen, ein schönes Kinderspiel, nicht total herausragend. Ich hatte mir fast eben einen Tick noch mehr erhofft, dass ich irgendwie dachte, das ist ein
Tick strategischer, ein Tick mehr, dass die Kinder wirklich überlegen müssen, wo stellen sie sich hin, wie wird die Perspektive sein. Ja, das kann man durch diesen Zufallselement, wird das quasi zunichte gemacht. Das kann man einfach, da kann man einfach nicht so richtig gut planen, da muss man einfach hoffen. Aber ja, dafür ist es natürlich auch kindgerecht, einfach, und die Erwachsenen haben auch ihre Schwierigkeiten, also von daher habe ich alles richtig gemacht. Und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch für Weihnachten ist ein schönes Kinderspiel. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beim Zugucken. Viel Spaß weiterhin beim Spielen und tschüss.